Wir sehen uns. Ja, wir sehen uns. Oh, was ist das? Ein Wasserglas. Okay. Müller-Mosley, ja, warum nicht? Das eigene Zimmer zu finden ist immer schwieriger. Ah, hier. Nehmen wir das da. War das Zimmermädchen schon da? Nee, war noch nicht da, wa? Komm. Nee, Gabriel. Ja, Quatsch, Mosley, nicht Gabriel. Siehst du, geht schon wieder los. So, jetzt. Es sieht so aus, als hätte der Motorradladen geöffnet. Ja! Ja! Schnell hin! Upsala. Moped fahren! Ja, ich will die Harley. Sehe sich einer dieser Harley an. Mann, das Baby würde ich gerne fahren. Aber sowas von. Großartig! Sie haben offen. So, Moped. Hey, wie geht es Ihnen? Ich möchte ein Motorrad leihen. Oui, Ihren Pass bitte. Monsieur Knight, Sie sind nicht in der Tourgruppe. Ich kann Sie auf meiner Liste nirgendwo finden. Nee, ich bin allein. Ah, es tut mir leid, Monsieur, aber die meisten meiner Maschinen sind für die Tourgruppen reserviert. Was? Eine kleine Maschine habe ich noch, aber sie ist wirklich nichts Besonderes. Ich zeige sie Ihnen mal. Die Stimme! Das ist sie. Diese Schrottmühle? Ah, kommen Sie. Ich hatte irgendwie gehofft, ich bekomme dieses Baby. Was ist das? Das ist... Armeemaschine aus dem Zweiten Weltkrieg? Sie... Oui. Aber die Reservierungen für die Tourgruppe sind schon früher gemacht worden. Entweder nehmen Sie diese kleine Maschine oder gar keine. Verdammt, wer bekommt die Harley? Wer sie als Erster haben will, Monsieur. Wenn sie kein anderer will, können Sie sie haben. Ach ja? Als ob es dazu kommen würde. Lassen Sie mich wissen, wie Sie sich entschieden haben. Schießen? Die Stimme von dem ist die Stimme von dem Sprecher in der Synchro von dem Professor aus der Muppet Show. Den kleinen roten Dicken. Ich habe keine Waffe. Schade. Mit Einschleimen werde ich die Harley nicht bekommen. Ich muss etwas anderes versuchen. Eine Liste mit Reservierungen für die Motorräder. Ich stehe nicht drauf. Mosley steht drauf. Okay. Eine Liste mit Reservierungen für die Motorräder. Ich stehe nicht drauf. Nun, ich stehe nicht in der Reservierungsliste. Aber ich kenne jemanden, der da drin steht. Auf so einer Mühle würde ich mich nicht einmal tot erwischen lassen. Sowas kann die Selbstachtung eines Mannes vernichten. Für immer. Für immer. Und ewig. Okay. Ja, ich glaube ja. Ja, ja. Ja, ja. Ist doch die Stimme, oder nicht?
paar Sachen erinnere ich mich. Ich war irgendwo die Sprecherliste von Gabriel Knight 3 zusammen, ja, ne? Ich schätze, diese Mütze könnte doch noch nützlich sein. Okay. Mal parallel, Im Original von Teil 1 und 3 wird Gabriel Knight von dem Schauspieler Tim Curry gesprochen. Oh. Ist ja Garde. Ich will aber die Deutschen. Ah, warte mal hier. So, wie heißt denn der Motorradfahrer? Typ vom Motorradverleih? Manfred Erdmann, Klaus Brockmeier oder jeder Everivan? Das muss ich jetzt wissen. Sprecher. So, Sprecher. Code Zips ist ein anderer Sprecher. Der hört sich genauso an. Er ist aber 88 schon gestorben. Da muss es doch noch einen anderen Sprecher geben. Ne? Hört sich fast genauso an. Schade. Ich dachte, ich wäre auf der Spur gewesen. Okay. Moment. Da? Nein. Ich erinnere mich. Das war richtig fies. Miezekätzchen ist noch da. Das war richtig fies. Irgendwie mussten wir sie runterkriegen noch, ne? Mütze. Hier müssen wir... Warum sollte ich meinen Pass bemalen wollen? Oh, ja. Genau. Aber wie habe ich die... Da komme ich nicht drauf. Wie sie sich durch die Öffnung gezwängt hat, hat mir gefallen. Ich frage mich, ob sie das nochmal machen würde. Ja, aber dazu muss er so runterkommen. Oh, wie haben wir sie denn runtergekriegt? Ja, ich schmeiß das Ding da auf sie. Da komme ich nicht drauf. Nee, das funktioniert nicht zusammen. Okay, da kommen wir noch dazu. Eine andere Sache kriegen wir noch hin. Wir müssen uns wie Mosley kleiden. Oder Mosley gibt uns das, was wir brauchen.
Also, was liegt an, Knight? Sag mal, hast du einen Pass, Mose? Klar, ich habe ihn immer dabei. Warum? Wollte mich nur vergewissern, dass du ihn bei dir trägst. Du weißt ja, was man über Hotelzimmer in Europa sagt. Nein, was denn? Lass niemals deinen Pass darin liegen. Maddie hat uns zwar schon gesagt, dass wir ihn immer griffbereit haben sollen, aber danke für die Warnung. Du kannst mich ruhig für paranoid halten, aber ich glaube, er würde Verdacht schöpfen, wenn ich ihn vor seinen Augen nehme. Ich glaube, Mose würde es nicht gefallen, wenn ich im Bad herumstöbere. Ich will nicht stöbern. Selbst wenn ich es ertragen könnte. Ich will nicht stöbern, ich will nur aufs Klo gehen. Wir sehen uns. Jetzt verschwinde schon, du Blödmann. Ja, genau. Okay. Wie krieg dich... die nochmal runter? Die Mütze habe ich schon. Da, habe ich schon geholt. Ich persönlich stehe nicht so auf Mützen. Das ist mehr etwas, das Mosley tragen würde. So, die habe ich, wie gesagt. Ich brauche die Jacke, glaube ich, von ihm. Der schnurrbart bloß, weil wir sonst erkannt werden, weil das Foto ja überhaupt nicht passt. Ne? Die Mütze. Schnurrbart, Mütze, Jacke. Pass. Ich habe bemerkt, dass da oben furchtbar viele Koffer herumgetragen wurden. Gab es Probleme mit Ihrem Zimmer? Ja, allerdings. Aber darum sind wir nicht umgezogen, Lily. Nein. Mr. Barza hat uns freundlicherweise angeboten, mit ihm zu tauschen. Er ist Moslem, wissen Sie? Er wollte ein Zimmer mit Ostfenster und all das. Naja, und Estelle und ich haben die multikulturelle Gesellschaft schon immer sehr zu schätzen gewusst. Nicht wahr, meine Liebe? Ja, Lily. Und es ist ein viel hübscheres Zimmer. Es ist größer und hat einen Balkon. Selbstverständlich weiß ich seine Hilfsbereitschaft sehr zu schätzen. Aber auf der anderen Seite, wir sind zu zweit und er ist allein. Außerdem ist er sicher an stickige Zimmer gewöhnt. Leute im Mittleren Osten sind das meistens gewöhnt, wissen Sie? Ja, das habe ich gehört. Wer tuschelt? Fiedelsim und Fiedelsum. Fiedelsim und Fiedelsum? So, bisschen schneller. Wäre super. So. Nee, das funktioniert nicht zusammen. Ja, es funktioniert nicht zusammen. So. Nee, streicheln kann er sie ja nicht. Okay, ist nix. Streicheln kann er sie ja nicht. Weil er kommt nicht ran. Ui. Sieht aus, als hätte Arnaud einen grünen Daumen. Es ist für einen guten Zweck. Schatten für die Toten. Das ist wichtig. Ja, ja, sonst verbrennen sie oder kriegen Sonnenbrand. Okay. Prost. Ja, so. Das war nämlich das, was wir brauchen.
Doch so schlimm, ja? So, das kenne ich, wie gesagt, noch. Das ist mir noch eingefallen. Jetzt haben wir's. So. Wir haben jetzt ein Qualitätsbad. Wie war das? So mit so? Möglich. Aber in dieser Form wird dieser Pelz kein bisschen helfen. Nee, das funktioniert nicht zusammen. Wir nehmen Sirup. Okay, erster Teil der Verkleidung steht. Sehr gut. Spoilschaum. Oh, irgendwas hat er jetzt getippt. Ah, okay. Ruhestelltaste war aktiv. Oh, oder Feststelltaste, so. So, hier war nichts weiter mehr, ne? Entweder Flo oder Lytanda. Oder der JP, die waren sehr ausgiebig und das... Ich habe hier nichts mehr zu sagen. Nett. Okay, hier ist nichts weiter Neues. Diese Zuwendungen sind für K2. Wenn alles klappt, gibt es dann das morgen. Wir haben ja hier gerade so ein bisschen... ein bisschen doof, ne? K1 klingt gerade Corona aus. Schwiegermutter am Samstag. 40 Fieber. Und kannst halt nicht so viel machen. Deswegen. Und K2 hatte noch am Samstag Geburtstag. Also ist alles wirklich doof gelaufen. Party abgesagt. Also verschoben, nicht abgesagt. Aber beim Verschiebetermin sind dann halt keine... nicht mehr so viele Leute da. Kann gut, kann schlecht sein, logischerweise. Ne? Aber... da sind noch Ferien dazu. Alles total langweilig. Kann man nichts machen. Ne? Schwester spielt nicht. Oh, was ist denn da drüben? Signore Bukelli. Hey, was gibt's Neues? Hallo, Mr. Knight. Ich habe gerade die Aussicht genossen. Wunderbarer Ausblick hier oben. Ja, besonders mit Ferngläsern. Sehen Sie was Interessantes? Nur Gottes Pracht und Größe, mein Freund. Oh, richtig. Das. Wie gesagt, K1 geht soweit gut. Heute der Test, nichts zu sehen. Also, aber ein, zwei Tage... Er ist völlig in den Anblick versunken. Passt das. Okay, hier ist nichts. Danke. Revanchiert steht da jetzt auch. Krass. Okay. So, müssen noch irgendwie da nicht. Ist hier unten noch jemand? Essen ist ja schon vorbei, ne? Ja. Kann man wieder eins mitnehmen? Ich brauche nicht noch mehr Sirup. Och, schade, ich hab doch... Kriege auch keins. Ich sollte mich echt ein bisschen zurückhalten. Nein, sollst du nicht. Alles gut. Du kannst, bei deiner Figur kannst du sowas essen. Mehrmals. Täglich. Ist immer noch zu, ne? Abgeschlossen. Ja. Ah, ist abgeschlossen. Ein Glück, dass ich kein Klopapier brauche. Schon seit Stunden nicht. Das ist das Zimmer von Meister Mose.
Also, was liegt an, Knight? Kann ja abstechen. Kriegt er sowas? Oh. Möchtest du eines, Maus? Klar. Danke. Kein Problem, Schweinehintern. Die sind zuckerfrei. Wir sehen uns. Jetzt verschwinde schon, du Blödmann. Warte mal. Diese komische... Genau. Oh, da war was. Könnte ich. Aber vielleicht sollte ich warten, bis Jean anderswo ist. Sei anderswo. Er würde mich sehen. Ui. Er würde mich sehen. Schön aufhalten. Nicht abgeschlossen. Ich sollte lieber verschwinden, bevor Mount Everest zurückkommt. Mount Everest? Okay. Nee, so nicht so. Dieser Mantel ist ein Anfang. Aber wenn ich wirklich den Mosley-Look haben will, brauche ich noch was dazu. Das ist Mosleys goldener Bossy-Blazer. Den hat er seit der Premiere von Saturday Night Fever. Also das nenne ich eine Mosley-Montur. Aber jetzt brauche ich dann noch... Warum hat denn den Box nicht mitgenommen? Los, Jacques, Jean, Jean-Pierre. Wie, ihr grüßt nicht, um Buch zu führen.
Hey, Schwachkopf. Blöd, Mann. Mops sich gerade ein. Vielleicht sollte ich nicht so weit wegstehen. Ist er schon oben? Der ist schon oben, wa? Nee. Komm. Könnte ich. Aber vielleicht sollte ich warten, bis Jean anderswo ist. Du bist von der anderen Seite ran. Und da denken manche Leute, ich sei eine Schande für Amerika. Okay. Schon besser. Nee, das funktioniert nicht zusammen. So. Naja. Unser bester Kumpel wird schon verstehen, ne? Dass er nicht mehr nach Hause kann, weil sein Pass nicht mehr funktioniert. Ab. Ich brauche jetzt ein Motorrad. Ein Motorrad. Yeah. Da. Das wird schön. So, mein Freund. Ach so. Ich muss die Verkleidung anziehen. Nicht gucken. Ich guck nicht. Hey, leihen hier alle ihre Mopeds aus? Oui, dürfte ich wohl ihren Pass sehen? Ah, Monsieur Mosley. Ja, ich habe hier eine Reservierung für Sie. Einen Augenblick. Sie können sich jede Maschine im Hof aussuchen, Monsieur. Ich kann? Klasse. Dann nehme ich diesen großen alten Hobel hier. Wie viel macht das? 100 Francs pro Tag. Sieht aus, als wären wir uns einig. Gut, Monsieur. Sie zahlen, wenn Sie das Motorrad zurückbringen. Super, danke. Ich bring's nie wieder zurück. Warten Sie noch. Die Tourgruppe bekommt immer mein spezielles Schatzkistenpaket.
Sie bekommen noch dieses Fernglas und die Schaufel dazu. Klasse. Viel Glück, Monsieur. Und wenn Sie ein reicher Mann sind, dann erinnern Sie sich bestimmt doch an den armen kleinen Bigun, nicht wahr? Ganz recht, nicht wahr? Vielen Dank. Mann, was ich nicht alles für ein anständiges Motorrad mache. Ich bring das Zeug besser zurück, bevor Mausli einen Anfall kriegt. So, wir haben jetzt eine Warp-Couch. Sehr schön. Und? Nur zur Erklärung, diese ganzen Punkte, die sich hier bewegen, sind natürlich die unterschiedlichen Charaktere. Die Mucke ist cool. Die ist viel zu kurz und blendet zu schnell aus. Genau, also das sind unterschiedliche Charaktere, die jetzt hier rumfahren. Wir sind der grüne Punkt, ne? Wir sind da. Das heißt, hier sind zwei Teams gerade unterwegs. Ich glaube... Genau, wir haben es auf der Liste gesehen. Die werden wir auch an unterschiedlichen Stellen dann treffen. Und dort können wir dann auch mit den Leuten interagieren. Und zwar variabel. Was ist das hier gewesen? Ren Le Bains. Ich hätte das gesagt, wir gehen zum Bahnhof. Da ist nichts. Das ist der Bahnhof, wo wir angekommen sind? Okay. Ui. Vielleicht ist er letzte Nacht hier gewesen. Ich frage mich, ob er der Chef des Taxiunternehmens ist. Ja, es ist ein Mann-Unternehmen. Guck mal, der raucht Ringe. Ja, so. Hallihallo. Oh, Sie sind es. Ich hoffe, es geht Ihnen besser. Das hat ja ganz schön gerappelt gestern Abend. Klar. Sie haben mich nach Rennes Le Château gebracht, richtig? Ja, an das Auto müssen Sie sich doch noch erinnern. Sie haben gesagt, es hätte nach Knoblauch gerochen. Liegt wahrscheinlich an meinem Hund Pfiffi. Der frisst liebend gerne Knoblauch. Und wenn er dann... Ja, gut. Danke, dass Sie meinem Gedächtnis auf die Sprünge geholfen haben. War mir ein Vergnügen, Monsieur. Knoblauch ist aber nicht so gut für Hunde. Nur mal so. Sie waren letzte Nacht hier. Haben Sie zwei Männer mit einer Kiste aus dem Bahnhof kommen sehen? Kurz vor mir? Ja, aber die wollten kein Taxi. Ne? Nicht? Was haben Sie gemacht? Sie sind weggefahren, Monsieur. Ja, aber wie? Hatten Sie ein Auto hier stehen? Nein, das heißt doch, ich glaube, dass hier ein Auto stand, zu diesem Zeitpunkt zumindest. Okay, er glaubt... Könnten Sie mir genau sagen, was Sie gesehen haben? Zwei Männer mit einer Kiste sind aus dem Bahnhof gekommen und... Es fällt mir schwer, mich zu erinnern. Ich habe das Gefühl, er spielt mit mir. Er muss etwas wollen. Ach. Die einzige Sprache, die viele Leute nur sprechen... Ja, Knoblauch, Zwiebeln ist nicht so gut für einen Hund. In meinem Gedächtnis müssen Sie schon etwas mehr auf die Sprünge helfen, Monsieur. Das sind aber kleine Zettelchen. Très bien. Jetzt erzähle ich Ihnen auch etwas. Etwas.
Es hat tatsächlich ein Auto auf die beiden gewartet, Monsieur. Eine Stunde lang vielleicht. Dann kamen die beiden Männer, stiegen ein, voilà. Was für ein Auto? Ein Tiger. Schönes Auto, sehr fein. Auch gar nicht nach Knoblauch, dieses Auto. Welches Fabrikat? Es war eine Limousine. Was das Fabrikat angeht, meine Augen sind nicht die besten. Sie wollen noch mehr Geld? Nein, Monsieur. Meine Augen sind wirklich nicht die besten. Oh, und wie ist es mit der Farbe? Schwarz. Ganz schwarz, dieses Auto. Und der Fahrer? Nicht alt. Gut angezogen. Oh, und dann der Koffer. Sie haben diesen Koffer behandelt, als wäre das Porzellan der Königin von England darin. Sie haben das Ding auf den Rücksitz gelegt. Auf den Rücksitz und nicht in den Kofferraum. Hm. Eines noch. Wohin sind Sie gefahren? Den gleichen Weg, den ich auch mit Ihnen gefahren bin, Monsieur. Nach Rennes-le-Château. Okay. Das ist der Typ, der mich nach Rennes-le-Château gefahren hat. Ich kann mich an nichts erinnern. Ja, ist ja auch was auf dem Schädel gekriegt. Ich erinnere mich von meiner Ankunft her vage an diesen Bahnsteig. Ich war ziemlich weggetreten. Ja, zu viel getrunken. Ich bin nicht sicher, was das für Gebäude sind. Ich glaube aber nicht, dass sie etwas mit dem Bahnhof zu tun haben. Ja, das ist, hängt von unter anderem Rasse ab, aber auch, was ist das denn hier? Art und Weise von Knoblauch bzw. hier Zwiebel oder ähnlichen Gewächsen, ne? Die Franzosen stehen echt auf ihre Fässer, was? Billige Sitzplätze und Vorratsbehälter in einem. Warum auch nicht? Ach, da kommt man sogar rein. Cool. Billets. Mhm. Da sitzt ein Mädchen im Kartenhäuschen. Wie geschickt. Wie geschickt? Gehen wir mal rein, wa? Ich glaube nicht, dass der Verkäuferin das gefallen würde. Warum nicht? Aber die steht doch. Sie hat die Nägel schön. Hallöchen, Mademoiselle. Bonjour. Wohin möchten Sie reisen? Ich bin schon da. Ich wollte Ihnen ein paar Fragen stellen. Oui? Na gut. Können Sie mir sagen, ob gestern ein Mann aus dem Zug von Neapel ausgestiegen ist? Letzte Nacht ist kein Zug aus Neapel angekommen. Wir hatten nur sehr wenige Züge. Tatsächlich? Was für Züge sind denn angekommen? Wir haben einen festen Fahrplan, Monsieur. Die Züge sind dort an der Tafel aufgelistet. Von welchen anderen Zügen sind gestern Nacht Fahrgäste ausgestiegen? Ups. Es gab einen Passagier aus Rom, keinen aus Madrid. Zwei aus Nizza heute Morgen. Großartig, danke. Okay. Sind gestern Abend zwei Männer mit einer Kiste aus Paris eingetroffen? Letzte Nacht sind drei Personen aus Paris angekommen, aber ich habe keine Ahnung, wie sie heißen. Wissen Sie, wohin sie gegangen sind? Menon, wir führen nur Protokolle darüber, wie viele Personen ankommen. Und das auch nur, weil es Gerüchte gibt, dass noch weniger Züge in Quisa halten sollen. Wir haben nur wenige Besucher. Und die meisten kommen mit dem Auto. Aber immerhin ist es dokumentiert. Wo ist denn der Fahrplan? Ach hier. So, dann gucken wir hier nochmal hin und dann schauen wir mal, ob wir... Eine Liste der Ankunfts- und Abfahrtzeiten. Gestern war Mittwoch, daher kamen die einzigen Züge aus Nizza, Paris, Madrid und Rom. Es gibt keine Verbindung nach Neapel. Mit anderen Worten, Bukele lügt. Entweder er ist gar nicht mit dem Zug gefahren, oder er hat nicht den genommen, von dem er es behauptet. Ja, möglich, möglich. So, wir speichern hier nämlich an der Stelle ab. Keine Ahnung, ob das YouTube jetzt hier noch sehen wird. Das wird der Ausgangspunkt für den nächsten Abend dann sein. Und wir gucken jetzt gleich erstmal kurz, also ich, ob, ne, also das elektronische Dokument dranhängt. Ne?
Ja, die sind schon eher ungesund oder Weintrauben. Aber unser Lola hat schon eine Menge gefuttert. Sehr viel, also Tulpenzwiebeln, sehr giftig. Kastanien, giftig. Lakritze, und wir reden nicht von sowas, sondern hat den Monatsvorrat, also mehrere Packungen von Lakritze hat sie aufgemacht und weggefuttert. Wir waren dann stets ungelogen, war ja dann überfressen, ein und dann waren stets beim Tierarzt. Zum Glück nichts Schlimmes. Tierärztin sagte dann immer, der Schweinemagen eines Labradors. Der ist so schnell nicht kaputt. Ja, Suizid. Der ist so schnell nicht kaputt. Die einfach nur verfressen. Das kann alles sein. Es ist wirklich auch so, sie frisst jetzt sogar schon Salat. Vorher hat sie das mal... Ja, frisst jetzt Salat. Gurken sowieso, Mohrrüben, Äpfel, Birnen. Das volle Programm. Alles. Schnittlauch auch. Ja, die haben gepasst. Wir haben ja immer Sorge, dass sich sonst vielleicht der Magen verdreht und so, ne? Aber, naja. Okay, ich gucke jetzt. Also hier ist Spiel zu Ende, ne? Je nachdem, YouTube, entweder ist hier ein harter Cut oder es geht hier gleich weiter, je nachdem. Ich schaue mal. Mit Dressing, okay. So, ich schaue mal. Spiel beenden. Wir gucken, ne? Ja, da steht zwar away from keyboard, aber ich bin nicht so away. Haben wir denn hier, was haben wir denn hier? Extras. Hier haben wir ein Manuel. E-Manuel. Ich weiß nicht, ob das Manuel ist. Ich lade das mal runter. Hier gibt es sogar ein HD-Wallpaper. Oh, das müssen wir uns mal angucken. Wo ist der Emanuel? Komm. Nee, ist das normale Handbuch in Englisch. Leider. Aber dann finden wir das vielleicht. Warte mal. Mal gucken. Da ist die Grafiknovelle, aber nicht von der Quelle hier. Manuel ist immer dabei. Hier steht ja, liegt eigentlich dabei. Ach, warte mal, das liegt im Pfad bestimmt, weil entpackt. Ja, hier ist es. Ich hab's. So, passt auf. Ich kann zwar jetzt nicht hochkant stellen, aber ist egal. So. Blut der heiligen Gabriel Knight, Blut der verdammten Prolog. Das hätten wir vorher sehen müssen. Leider nicht so mega, ne? Sehr geehrter Mr. Knight, wir würden uns geehrt fühlen, wenn Sie mit Begleitung unserer Einladung zu einem Wochenende auf unserem Gut Cypress Grove folgen würden. Meine Frau und ich würden uns sehr freuen, Ihre Bekanntschaft zu machen. Unser Sekretär wird sich mit Ihnen in Sachen Reisevorbereitung in Verbindung setzen. James Stuart, Prinz von Albany. Wow, du hast hier eine Einladung nach Paris von Prinz James von Albany. Zeig mal her. Nie von ihm gehört. Ich schaue mal im Lexikon nach. Weiß ich nicht, ich glaube hier, ne? Er ist der Stuart-Erbe, du weißt schon, König von Schottland, jetzt im Exil. Und außerdem kenne ich diese Leute überhaupt nicht. Sie müssten davon gehört haben, dass es einen weiteren Ritternachkommen gibt. Ich bin kein Nachkomme. Wie macht sie das bloß, meine Damen und Herren? Ich weiß gar nicht, wie das hier gelesen wird gerade, ne? Das lag aber, glaube ich, nicht bei, oder? Ich habe leider die Packung hier nicht. Ich kann mich nicht dran erinnern. Jedenfalls, und sie wollen dich natürlich kennenlernen. Mann, ist das aufregend. Du bist quasi eine königliche Hoheit. Ich bin keine königliche Hoheit. Und der Typ auch nicht. Wenn er im Exil lebt, wir gehen nicht hin. Okay, wie du meinst. Ich rufe nun mal diesen Sekretär an, noch ein paar Infos rauskitzeln. Ne? Grace, Sekunde. Psst. Mr. Knight, danke, dass Sie der Einladung gefolgt sind. So viel dazu. Nennen Sie mich Gabriel. Und das hier ist Gracie. Grace Nakimura. Ich bin entzückt. Da gehen sie auf Jagd. Der Rest des Wochenendes verläuft weniger angenehm. Nein, wirklich, alle gehen mit. Warum?
Polo, ach, das, was denn, Polo oder Schießen? Polo macht wirklich Spaß, glauben Sie mir, der beste Sport auf Erden. Falls Sie kein perfekter Reiter sind, wird Ihnen das niemand krumm nehmen. Das Pferd nimmt ihm aber das krumm. Lag doch dabei, okay. Wie war das, Romanautor? Sollte ich Sie kennen? Das bezweifle ich. Hast du etwas von Mr. Knights Werken gelesen, James? Ich fürchte, diese Vergnügen hatte ich noch nicht. Aber wieso kennst du dann jemanden wie Alfred? Du weißt doch, dass James und Pat Amerikaner hin und wieder ganz amüsant finden. Mhm. Das ist eben eine ihrer liebenswerten Marotten. Mhm. Wirklich? In Amerika würde das nie passieren. Was würde nie passieren, Mr. Knight? Dass ein Engländer eingeladen wird, nur weil Engländer amüsant sind. Die Voodoo-Morde und The Beast Within dürften natürlich nicht so ganz Lord Edgars Geschmack in puncto Literatur entsprechen. So, dann schauen wir mal. Worum geht's denn eigentlich? Hier ist eine Tür offen. Hast du Musik bestellt? Also wirst du jetzt auch dazu tanzen? Miss Nakimura? Mr. Knight? Dürften wir sie unter vier Augen sprechen? Die haben die Tür komplett aufgeschlossen, so wie es scheint, okay? Wir sind mit der Dynastie der Wittelbacher verwandt. Wir haben von der verschollenen Wagner-Oper gehört. Ah, die haben wir in Teil 2 gefunden, ne? Und die besonderen Fähigkeiten ihrer Familie. Mesmi, wie auch immer, schlug mir vor, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Ich fürchte, die Stuarts sind eine sehr alte Familie und seit langer Zeit leiden wir an einer Art von Anämie. Sie brauchen einen Schattenjäger, wie die Romanovs. Ja und nein, Stuart-Nachkommen haben ungewöhnliche Episoden. Sie wachen morgens erschöpft und blass auf. Untersuchungen haben ergeben, dass sie eindeutig an starker Anämie, also Blutarmut, leiden. Mit der Zeit erholen sie sich davon zwar recht gut, aber es passiert immer wieder. Manchmal innerhalb weniger Monate, manchmal erst nach Jahren. Hört sich nach einem medizinischen Problem an. Finden Sie? Okay, oh mein Gott. Bisswunden. Wachen und Hunde schlafen ein, Schlösser werden aufgebrochen, nichts kann das Unheil aufhalten. Kein Hinweis auf Angreifer? Nein, im Verlauf der Jahrhunderte haben wir wirklich alles versucht. Wachen, Hunde, verriegelte Zimmer. Nein, nicht mich. Ich möchte Ihnen jemanden vorstellen. Danke, Mesmi, das ist mein Sohn Charles, mein erstes Kind. Ist er nicht wunderschön? Ich erwarte nicht, dass Sie das verstehen. Solange nur ich selbst unter Ihnen gelitten habe, konnte ich diese nächtlichen Besuche akzeptieren. Aber jetzt haben Sie es auf Charlie abgesehen. Ich kann diesen Gedanken einfach nicht ertragen. Wir sollen also das Baby vor diesen nächtlichen Besuchern beschützen? Glauben Sie wirklich, dass Sie das können? Wir werden unser Bestes tun, versprochen. In dieser Nacht. Was mir am meisten Kopfzerbrechen macht, ist, wie kriegen wir Sie dazu, sich zu zeigen? Wir könnten hier monatelang Nacht für Nacht sitzen. Was meinst du, Grace? Grace? Hab mich wohl falsch ausgedrückt. Ich könnte hier monatelang Nacht für Nacht sitzen. Plonk und eingeschlafen. Oder? Nee. Sie ist eingeschlafen. Gracie? Was ist das für eine Figur? Nein! Bevor der Schattenjäger reagieren kann, ist die Gestalt wieder verschwunden. Und mit ihr das Baby. Okay, er springt hinterher. Auf ein Motorrad. Es beginnt eine Verfolgungsjagd durch das laue Pariser, nee, durch die laue Pariser Nacht. Brumm, 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 brumm. Hin und wieder sieht er zwei Silhouetten, wenn der Scheinwerfer das Dunkel des Wagens durchdringt. Zwei Männer. Aber als die Jagd an einem Bahnhof endet, ist der Wagen leer. Zwei Männer, ein Baby. Haben Sie? Hat irgendjemand? Sir, Nummer 4. Ab in den Zug. Ah, okay, so ist es. Er ist im Zug drin. Wie niedlich. Darf ich mal? Eine Frau. Mit roten Haaren. Tut mir leid. Entschuldigung. Ich glaube, ich habe hier irgendwo meine Tasche vergessen. Und da ist die Kiste mit Luftlöchern. Hat's gefunden? Ha, ich habe gerade nach der vergessenen Tasche gesucht, aber pfung. Eins über den Schädel gezogen bekommen. Ist schön, dass das so als Buch, aber das hätte man vielleicht auch zusätzlich mal reinpacken können. Aber schön, sehr schön. Das war's für heute Abend. Ne? Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen wieder mit einem Spiel, wenn alles so weiterhin will, wie es soll. Ne? Sprich, die Dinger hier immer noch so bleiben, wie sie sind. Dann sollte das alles passen. Ne? Schlaf gut, träumt was Schönes. Ne? Danke für die zahlreiche Unterstützung und den Support. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Würde mich freuen. Bis dahin, euer Firefox.